Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Green Project. So, heute werden wir eine... Zuerst mal traditionell. Wollen Sie schlafen gehen? Ja. Heute werden wir einen Zuschauerwunsch erfüllen. Ja, Waldraut killt gleich. Ja, noch nicht mal die Sonne aufgegangen und schon tötet sie. So, heute wird Zuschauerwunsch erfüllt. Wow, ist da viel Zeug drin. So, trotzdem Zuschauerwunsch. Das ist heute an der Tagesordnung. So, jetzt haben wir endlich das ganze Zeug verkocht. So, wir brauchen für die Erfüllung des Zuschauerwunsches, brauchen wir das hier. So, dann brauchen wir, Moment, wir brauchen vielleicht noch mehr davon. Nö, doch, wir brauchen mehr, doch. So, wir machen uns mehr, während wir herumlaufen und die Sachen zusammen sammeln, um diesen Wunsch zu erfüllen. Und ja, der Wunsch ist jetzt nicht nur der des Zuschauers, der Zuschauerin. Schön anonym halten und gendern. Nein! Sondern wollte ich eigentlich schon seit längerem machen. Und wie es so oft ist, ja, es kommen irgendwelche Sachen dazwischen und dann denkt man sich, ja, ich muss noch das, ich muss noch das, ich muss das. Und dann geht das unter. Und das soll nicht sein. So, heute wird es erfüllt. Und zwar, wir begrünen den See. Ja, machen wir grüner See draus. Wunderschöne Gegend übrigens. So, wir nehmen auch das mit. Das brauchen wir, um es zu begrünen. Das brauchen wir auch zum Begrünen. So, sehr gut. Da haben wir noch Stöckchen, die legen wir da drauf. So. Die restlichen Stöckchen legen wir da rein. So, die sollen uns nicht mehr im Wege sein. Nö, da nicht, sondern hier. Wir haben noch 12, ein Tag, 5 Tage. Wir könnten die durchaus noch verarbeiten zu Mutantenfutter. Ich würde das echt gern machen, weil wenn wir die schon in der Hand haben. So, ich hoffe, jetzt ist mir keiner böse, aber... Mutantenfutter. So, Tantenfutter. Blaue Pilzchen, natürlich. So, und jetzt machen wir noch ein wenig Tantenfutter. So. So, auf dass die Tanten gefüttert werden können. Yeah. Wenn ich nicht bald trinke, werde ich... So, da ist mal den Rest. Da ist mal auch was. Oh ja. Köstlich. So, und da können wir was trinken. So, und weiter geht's. Ich würde tatsächlich die ganzen weißen Pilzchen verbauen und notfalls mit der Käferlampe die Begrünung des Sees machen. Oh, das dauert so ewig lang. Wahnsinn, oder? Na, notfalls trinken wir Kaffee. Warum ich das heute unbedingt machen will, liegt daran, heute ist Freitag und ich rechne damit, es kommt wieder ein Update. Heute in der Nacht bzw. morgen in der Früh. Und da wollen wir uns dann natürlich um das Update kümmern. So. So, alles fertig. Da wollen wir uns natürlich ums Update kümmern und da können wir uns dann nicht mit Seebegrünungen aufhalten. Naja, das geht gar nicht. So, dann haben wir die blauen Pilzchen wieder da rein. Lustige Tomaten, die müssen da drin wohnen. Das lassen wir jetzt da drin. Das kommt auch da rein. Die Felle der Leguane. Sonst ist ja alles gut, oder? So, wir haben alles dabei. Wir sammeln jetzt noch Baumsamen. So, später möchte ich dann... Später. So, das muss reichen. Dankeschön. Wir haben jetzt 18. Das reicht definitiv. Und da werden wir ein breites Sortiment an Bäumchen aufstellen. So, mal... Ja, die kommen diesmal auch dorthin. So. So, dann heben wir die mal auf. Dann würde ich die beiden oder einen Sanddorn... Oh, an welchem Sanddorn hängt denn das vor der Tür? Oh, jetzt weiß ich das gar nicht. Am rechten oder am linken? An welchem hängt der wilde Wein? No risk, no fun, oder? Nein, ich will es nicht riskieren. Ach komm, wir lassen die da. Wir lassen die. So. Jetzt gehen wir da noch schön runter. Ist das nicht schön? So, der grüne See, also noch nicht, aber bald.
wunderbar. So, wir nehmen hier Dünger. Dann nehmen wir... Genau, das nehmen wir da auch rein. So, und den Rest werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. So, und zwar hätte ich gesagt, also da ist ja schon ein wenig grün, aber so, ich hätte gerne den Thymian mitgenommen. Gib ich zu. So, und jetzt sprengen wir den rosa Pilz. Wenn er nicht von alleine verschwinden will, müssen wir ihn sprengen. So, ach komm. Wunderbar. Oh, wir können das Gras nicht mehr aufheben. Das Gras ist verloren für uns. So, ich denke mal, das ist okay. Und dann würde ich hier gerne... So, machen wir da. So richtig am See. Dicker, fetter Baum. So. Also später mal. Jetzt natürlich noch nicht. So, dann direkt am See hier. Fetter Baum. Und fetter Baum, fetter Baum. Das wird ein Traum. So. Ja, ja und ja. So. Hätte ich gesagt. Super. So, das kann man natürlich hier nicht bearbeiten. Das geht ja auch nicht weg hier. So, und bevor wir da das auch noch sprengen, wird hier eingepflanzt. Und zwar wird der hier eingepflanzt. Ja, welcher von beiden? Welcher von beiden? So und so. Super. So, oder? Super Sache. So, jetzt haben wir ein wunderschönes Indelchen. So ist's gut. So, dann wird hier noch ein wenig nachgepflanzt. Ja, soll ja echt grün werden. So, wir haben... Warum nicht? Den da. Dann den da. Haben wir nicht noch? Doch, da. So, will ich immer dazu setzen gerne. So, dann haben wir hier. Dann machen wir das ähnlich. Da haben wir nichts. Da wird unser Fishing Spot sein. So, und hier. Seebegrünung vom Feinsten. So, wird bevorzugtes Jagdgebiet von Whitehaut. Jagdgebiet. So. Dann haben wir den hier. Da lassen wir, wie gesagt, frei. Da machen wir schon unseren Fishing-Spot. So, jetzt schauen wir noch nach unten. Genau, da muss ja auch noch was her. So und so. Wunderbar. So, da kommen einmal Blümchen. So, und einmal setzen wir den her. Dann haben wir noch einen Samen mit. Einen haben wir noch dabei. Ich will da gerne nicht reinlaufen. So, das muss noch zuwachsen hier. So, da ist das irgendwie hässlich hier. Da werden wir hier noch einen einsetzen. So. Ja, genau. So, und so den da. So, dann nehmen wir uns mal das da. Schlagen den mal um. Wieder bumm. Oh, super. Schöne Bildchen. So, dann kommt er hier rein. Und der kommt wieder zurück. Ein Stöckchen. So, die Pilze nehmen wir alle mit. Die roten weiß ich nicht, ob wir die überhaupt brauchen. Das ist egal. Auf der anderen Seite möchte ich auch gerne noch einen Bienenstock dann später mal pflanzen. Ich weiß, jetzt haben wir gerade Bienen ausgeräubert, überall die Blumen gekillt dafür. Aber, wir werden Bienen zusammentreiben. Ansonsten zusammentreiben. Treibt sie zusammen. So, dann haben wir hier noch. Genau, da bleibt es frei, wie gesagt. Da kommt hier diese Art. So. Und dann könnte man sagen, hier noch. Ja, genau, hier ist ein guter Spot. So, wunderbar. So, der kommt wieder raus. Nö, jetzt aber. Die kommt da wieder rein, die Sichel. Na, sicherlich. So, die brauchen wir hier. So, und dann würde ich sagen, wir holen uns auch gleich Bienen. Also wir schauen mal, wie viele Bienen wir kriegen.
So, den Bienenstock umhauen, den Blumenbusch umhauen, das will ich eher nicht, weil da gehen immer so viele verloren dann. Die despawnen aus meiner Sicht sehr, sehr schnell und das will ich nicht riskieren. No risk, no fun, aber da ist der Fun eher begrenzt. So. So. Wird sich die hier nicht vermehren. Der Wurm darf nicht entkommen, Würmer dürfen nie entkommen. So. Super. So, schauen wir, ob wir einen ganzen Bienenstock zusammenkriegen. Ich bin mir da nicht sicher. Oh, da hat sich ein Wurm versteckt. So. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den ganzen hinkriegen. Aber egal. So, dann wird es halt später. So, wir platzieren ihn dann auf jeden Fall. So, Bienenstock, Bienenstock, Bienenstock. So. So, und dann haben wir die Woche noch den Zuschauerwunsch erfüllt, wobei, den habe ich jetzt eh relativ lang, eben wegen des Öko-Waldes. Ist natürlich auch eine Methode, den See zum Öko-Wald zu machen, aber der See soll ein eigenständiges Ding sein. Und im Endeffekt, durch den Bienenstock wird es ja auch eine Art Öko-Wald. Öko-Wald. Ja, wird ja auch. So. Schauen wir mal, was nachwächst. So. So, jetzt schauen wir mal, wie viele haben wir denn? 22. Naja, fast die Hälfte. Immerhin. Könnte schlechter sein, könnte auch besser sein. So. Da sind ja noch ein paar. Die nehmen wir uns auch gleich mit. So, die blauen nehme ich mit, in der Hoffnung, andere wachsen hier nach. So, und wir brauchen sowieso, ja, wir sollten wieder Lampen bauen. Die gehen uns langsam aus. So. Und das waren viele jetzt. Heftig. So. So, super. Sehr schön, sehr, sehr gut. So, schauen wir nochmal, wie viel haben wir? 32, ja, wir nähern uns der 50, weil 50 brauchen wir für den Bienenstock. Ja, ich weiß, da wächst dann gar nichts mehr bei den Blumenbüschen, aber wichtig wäre mir, dass wir den Bienenstock noch aufstellen beim grünen See, das wäre mir wichtig. So. Hier können dann unbedingt Blumen nachwachsen, das wäre auch schön und wichtig. So. So, jetzt ist aber gut, oder? Ich denke schon. So, wir drücken noch schnell den Ding-Button. So, weiter hier verteilen. So, Platz schaffen da oben. Nein, wachsen sowieso die anderen Bäume. Das ist alles gut. So, 34. Ich hoffe nur, dass keine Lemminge kommen. Ich hasse Lemminge. Wobei die so süß sind. So. Aber sie sind schwer lieb zu haben. In dem Spiel zumindest. So. So, jetzt haben wir echt... Die lassen wir stehen da. Möge sich der schön vermehren. Ich hoffe, wir hauen ihn nicht um. So, wir haben mit 48 zwei fehlen uns noch. Die holen wir von oben. Ich hoffe, da oben wachsen welche. Und dann können wir da noch einen Bienenstock hinstellen. Oh, Kürbensamen. Kürbensamen. Die guten, guten Kürbensamen. So. Wunderbar. Leere Säcke können wir da auch gleich mitnehmen. Ja, diese Schluck auf, was die haben. Wahnsinn! Oder? Das, wie sich die vermehren. So, wir haben da ein Ei und da ist noch ein Ei. So,
Wie geht's eigentlich den Rattenvögeln da unten? Da ist ja noch einer. Quer. Und wir schauen, dass wir die alle verarbeiten. Verwursten. So. Super. Kasten auf. Kein Platz mehr. Wir haben einen anderen Platz auch noch. So, da kommt das Tantenfutter. Super. So, wie geht's eigentlich denn der Ratten? Rattenfutter fehlt auch ein wenig. Zwei Ratten, ja, das ist okay. So. Schweindeln geht's gut, das ist schön. Wir haben noch immer keine Blumen gefunden. Wo kriege ich jetzt Blumen her? Blumen. Ja, von der Blumen Group. So, hier. So, die Würmer dürfen natürlich nicht entkommen. So, jetzt aber. Und hier. Super, 50. Bam. So, später können wir das da reinigen. Jetzt haben wir die 50 reinigen, säubern. Vielleicht kommst du hier auch noch rein. Man weiß es nicht. So, wir brauchen Bienenstock. Bienenstock haben wir. Dann brauchen wir einmal eine Lampe. Wir brauchen, ja, wir nehmen da alle mit. Und sowieso, dann brauchen wir hier Betonfliesen. So, und da lagere ich im Moment mal die Mutanten ein. Ja, geben feste Geräusche, heftige Geräusche. So. Und jetzt richten wir noch den Fishing-Spot her. So. Fishing Spot. So. Da. Ja, sehr gut. Dann. Oh, Moment. Da kommt ja auch noch eine her. Und da auch. So, hier kommt er hier. Wieso geht das nicht? Des Grases wegen. Guck an. Nein, eher des Baumes wegen. Oh, das ist aber schade. Das ist aber schade. Da hätte ich es gern gehabt. Dann muss es hier sein. So, dann müssen wir da noch eins höher gehen. So. Danke, Waltraud. Waltraud, danke. So. So, dann haben wir hier noch. So, das wird der Picknickplatz. So, und jetzt brauchen wir die Wegeln. So, Picknickplatz mit Bienen. So. Kommt der daraus oder daraus? Es ist egal. So, weiter geht es nämlich eh nicht. So, dann hätten wir hier noch. Und der Weg, der hört dann auf. Da wachsen so Bäume dazwischen. Nur noch Reste des Weges. So, später wird das dann wunderschön werden. Glaube ich. So, Bienenkorb. So. Nö, hätte ich tatsächlich näher an unserem Picknickort. Wie wäre es mit hier? Darunter müssen wir natürlich so eine Beton. Ach, kann man nicht. So, aber eher hier. Eher kann ich hier sitzen. So, 50 Bienen. Bäm. So, das wird wunderbar werden, auch mit dem Insel da drinnen. Da bin ich schon sehr gespannt, wo da die Ressourcen spawnen. Sehr gespannt bin ich da. So, und wir haben unseren nächtlich schön beleuchteten Fishing-Spot. Auch das ist gut. So, jetzt haben wir den Zuschauerwunsch erfüllt, Gott sei Dank. Sonst schiebe ich das noch länger herum. Und finde ich eine gute Idee. So. Da schön auffüllen nochmal. Es hat gerade geregnet. Also gerade, aber so lange ist es noch nicht her. Deswegen zuerst mal hier wieder auffüllen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es neu regnet. Frisches Regenwasser. Ja, sehr gering. Sehr, sehr gering. So. So. Und auf geht's. So. So. Das machen wir da noch. Und dann würde ich sagen, haben wir es. Oh. Ja, aber er war sehr schön. Und vor allem kurz bevor er gestorben ist.
Hat er echt schön, so herbstlich schön ausgesehen. So, wunderbar. Wunderbar. Na, ich bin gespannt, auf welches Update kommt. Ob ein Update kommt, das mal als erstes. Ob und wenn ja, was? Sehr gespannt. Sehr gespannt. So, wir räumen gemeinsam weg. Wow. Haben wir viel Zeug. So, wir beginnen hier. Da kann man rein, das da und das da, das da. So, die kommen später, die werden wir nämlich wegräumen. Die werden wir verwursten morgen. Also es sei denn, es kommt irgendein Extrem-Update. So, dann haben wir das hier. Auch die Würmer. Die Würmer. So, davon vier. Die Würmer dürfen da reinkriechen. Hoffentlich entkommt wieder keiner. So, dann haben wir hier Bäume. Ist das voll mit 99er Stacks, oder? Ja, da passt noch ein bisschen was dazu. So, dann haben wir hier Thymian. Der Thymian. So, der Thymian kommt da rein. Stroh können wir verheizen, das ist okay. So, Betonplatten. Und Steinpflaster, Pflaster, Stein, Steinplatten. So, das werden wir mal essen. Da werden wir mal trinken. Da werden wir uns mal die Vergiftung ein wenig runterbringen. So. Jetzt hinaus mit uns. Die Lederfetzen werden wir einheizen. Wie dunkel das Feuer hier ist. So. Da werfen wir die zwei rein, was wir nicht brauchen. So. Das Stroh können wir verheizen. Hier haben wir jetzt noch haben wir viel Dünger. Heftig viel Dünger. So, das Stroh werden wir verheizen. Wobei wir bräuchten neue... Ach komm, wir lagern das derweil noch bei uns ein. So, im Inventar meine ich. Vielleicht werden wir dann später noch einen Bienenstock noch nachbauen, damit wir wieder einen haben, wenn wir brauchen. So, eines will ich noch gemeinsam mit euch machen, bevor wir schlafen gehen, natürlich die Beinchen rasieren, damit das Mädel schöne Beinchen hat. So. Sehr gut. Und bam. So, und mit der Sichel verfahren wir auch so. Oh, dann machen wir was. So, das raus, das rein, das rein, das rein. Ja. Yeah. Wir haben im Moment genug, also so ist es auch nicht. Wahnsinn, oder? Jetzt haben wir eine neue. So, das kommt daher, das kommt daher. Wunderbar, wunderbar. So, die kommen da zurück. Super, die Axt hätten wir noch reparieren können, aber so kaputt ist sie auch wieder nicht. So, dann werden wir da noch reinschlabbern. Da haben wir da. So, meine Lieben, Mitternacht ist, also fast. Dann würde ich mal sagen, wir legen uns hin. Also das tun wir eben nicht, sondern die Folge ist hier beendet. Vielen Dank fürs Dabeisein und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.